Grüß Gott, grüß Gott. Endlich komme ich endlich dazu, ein Replay hochzuladen. Und wir haben hier ein schönes. Moment. Machen wir eine kleine Pause. Das kleine Einstieg in dieses Replay. Ein Replay im FV 4202. Warum der FV 4202? Den gibt es so gut wie gar nicht auf meinem Kanal. Und ich muss sagen, machen wir deine Minimap größer, damit unsere Zuschauer auch was davon haben. Wo war ich stehen geblieben? Ja, drum fand ich das ganz interessant. Das war, glaube ich, ein großes M, ja, auf Karelien in seinem FV. Ich kenne normalerweise den FV 4202 nur ertrinkend oder schnell platzend. Insider meines Kanals wissen warum. Drum war ich so erstaunt, dass man mit dem Ding tatsächlich doch ein Panzerass schafft. Und ja, schauen wir mal. Okay, sieht gut aus. 3 Neuner nur im Gegnerteam. 2 Arti. Boah. Mit hier, dann hat es ja ein Superhaircut, Superhaircut, das Übliche. Gut, schauen wir mal, für welche Seite er sich entscheidet. Zu verteidigen. Ja, hat Angriff Verteidigung drin. Ich weiß gar nicht, was er jetzt noch sucht. Die Taste vielleicht. Ja, jetzt hat es. Er fährt also relativ aggressiv nach vorne. Gehen wir mal auf ihn drauf. Ich glaube, er hat über 4000 Schaden gemacht. Die FPS-Zahl ist sehr interessant. Okay. Ich habe diesen Modus. Diesen Angriff-Verteidigung-Modus einfach rausgemacht. Nach ein paar Jahren. Ich bin jetzt auch schon ein paar Jährchen dabei, weil ich irgendwann die Schnauze da voll hatte davon. Bei manchen Karten ist es so vorbestimmt eigentlich, dass du nur auf die Mütze kriegst. Jetzt, wenn du verteidigst oder angreifen willst. Und darauf habe ich keinen Bock mehr gehabt, auf dieses Unbalanced. Also es ist eh ein Problem mit dem, ihr wisst es, mit dem dreistufigen Matchmaking, mit den Arti-Spielern und dann noch so ein Modus, nö, ja, um den Frust ein bisschen geringer zu halten. Ja, 460 fast. Deaktivieren wir das mal. Tja. Kommt noch eine Su. Das ist recht clever, geht erstmal zurück. Kein Held sein in so einer Situation, für dein Team einfach Licht machen. Ihr verteidigt ja. Es ist ja der Angriff-Verteidigungsmodus. Können wir raus aus dem Sniper? Was macht der Centurion? Na gut, Alter, guck mal hier da hinten. Alles voll. Das Backup. Da kann man schon gut arbeiten, denke ich. Das ist zum Beispiel, hier dieses Karelien ist zum Beispiel auch so eine Karte. Wenn du da angreifen musst, kann es sehr, sehr schnell zu viel Frust führen. Aber es gibt noch andere Karten. Von dem her mache ich das Ding deaktiviert. Nehmen wir beide Artis. Versuchen sie es da unten. Ich sehe schon, er arbeitet viel mit Auto-Aim. Kann man bei einer Super Hellcat machen, ohne Probleme. Aber eben bei einer Super Hellcat. Sehr schön. Die AT, die zeigt an. Dass er auf ihn zielt.
haben wir denn noch? Ah ja, das andere. Das ist eben, wie gesagt, nur noch ein Abschmatzen. Das Verteidigerteam gewinnt auf Karelien in meiner Meinung nach in 90% der Fälle, wenn sie sich nicht völlig dumm anstellen. Ich wechsle immer mal zwischen den Kameras, nicht dass euch wundert. Ja, der ist 1500. Hat was von 4000 gesagt. Und da ruckelt er weiter mit seinen FPS. Aber reicht, ne? Ich habe dieses Spiel, fällt mir gerade ein, die ersten 3 Jahre auf einem ganz alten PC gespielt. Ich habe alles total unscharf gesehen. Ich glaube, ich hatte 20 oder 30 FPS. Ich habe es trotzdem durchgezogen. Es war damals mein Büro-PC, der hat nicht mehr hergegeben. Aber so für zwischendurch, ne? War selbstständig, mal ein bisschen aus dem Nähkästchen zu plaudern. Und zwischen den Aufträgen hat man so ein, zwei Ründchen gedreht. Und von dem her ist das Spiel recht attraktiv. Was ist mit dem los? Ah, hi! Guck, guck. Ah, das ist ein Abonnent. Kriegt man den nicht für, war das nicht Amazon? Keine Ahnung. Darf er den nicht aus dem Blick verlieren, aber gut, der ist völlig überfordert. Da kann er sich in Ruhe um den T26 kümmern. Jawohl, schön gekettet. Jetzt rum, rum, rum. Ich werde rumfahren. Aber hätte, hätte, würde. Na, 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 na. Ja, feine. Und jetzt aber, komm, rum, rum. Obwohl, er ist an der Seite. Passt. Wo ist denn dieser Abonnent? Ah, der steht da unten rum. Der weiß gar nicht, was er macht. So. Oh, jetzt kommt er. Er hat doch die Vorwärtstaste gefunden. Das finde ich schon mal gut. Nicht jeder hat seine Pfeiltasten im Griff. Okay. Felix sagt ihm kurz guten Tag. Ja, das ist schon eine schöne Posi. Also. Wunderbar. Zack. Oh, noch ein Schlückchen Kaffee. Ja, noch ein TD. Natürlich ein Träumchen, oder? Und er ruckelt weiter. Hot, 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 hot. Ah. Ihr wisst, was ich immer zu Adi sag. Gut. Ich muss mich nicht wiederholen, oder? Ein Artikel. Das ist immer was ganz Besonderes. Duck, 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 duck. Hast aber schick gemacht. Guck mal, Rollout. Ah, okay. Ja, gibt schon lustige Designs für eure Panzer. Wirklich interessant. Was ist denn das da? Ist das eine Insel? Naja, ich hänge mich wieder an Kleinigkeiten auf, sorry. Ja, ich finde es toll, dass ich mal so ein FV wirklich sehen kann, wie er nicht gleich platzt oder wie er fährt und Damage macht und toll. Ich finde es echt was ganz Besonderes auf meinem Kanal. Nur die üblichen Objekt. Oh. Hä? Was hat er denn vor? Ah ja. Gut. Der wollte nur in Deckung gehen. Manchmal reicht die Deckung auch nicht. Die üblichen Panzer und der ist ganz selten eigentlich. Nicht eigentlich, er ist selten auf meinem Kanal. Schön ins Heck. Na ja, gut. Passt ja trotzdem. Ob es? Gut, ich muss sagen, 4086 Damage. Jetzt gleich, oh, jetzt greife ich mal ein bisschen vor. 5 Kills. Panzer Ass im FV. Schönes Spiel.
wie gesagt, bei 7ern, 6er Panzern kann man sehr gut mit Auto-Aim arbeiten. Ab 8er, 9er, 10er wird es ein bisschen schwierig. Aber ich denke, das weiß Felix. War ein tolles Spiel, muss ich sagen. Das wird gleich hochgeladen. Das ist mal was ganz, ganz Besonderes mit dem FV. Und ja, wie gesagt, was wollte ich noch sagen? Eigentlich nicht viel. Ich wünsche euch einen schönen Tag und ja, schickt wieder mal was ein. Vielleicht besondere Panzer und nicht immer die üblichen, wie, keine Ahnung, Leopard, Objekt, was kriege ich da immer? IS-3, Badget und so. Nehmen wir mal solche Panzer ganz gerne. Schickt mir auch bitte den Link zu. Ja? Ich habe es in dem vorigen Video auch erklärt, dass er am besten dieses Wort Replay, diesen Link mir zuschickt und dann gucke ich mir das an, wenn ich dazu komme. Okay, danke fürs Einsenden und bleibt gesund und bis die Tage. Ciao, ciao.